Leute, ich bin's wieder, euer Knollte. Und heute starte ich mal mit einer ganz, ganz, ganz wichtigen Frage. Ne? Also, was hältst du von unseren deutschen Politikern? So von dem Olaf oder von dem Habeck, Habeck oder von der Bockbär oder überhaupt, ne? Was hältst du von denen? Ne? Schreib mal während des Intros ganz schnell in die Kommentare, was du von diesen Profis am Werk hältst. Ne? Also, nach dem Intro geht das direkt mit dem Herrn Ragnarök los. Ne? Bis gleich. Knollte, Knollte, Knollte. Was sollen die denn von unseren Politikern halten? Das siehst du ja wohl immer wieder bei den Wahlen, was die davon halten. Alles Spitzenkräfte, super Leute, die müssen weiter so machen. Nee, Herr Ragnarök, eben nicht. Guck dir jetzt mal da die Umfrage von der, wie heißen die Blauen noch gleich? ADO oder, ADF. Nee, ADF war es auch nicht. Ist ja auch egal, aber guck dir mal die Umwelt dafür. Um die Uhrzeit noch nüchtern sein, ist verdächtig schwer, ne? Also, guck dir mal die Werte an. Die gehen ja durch die Decke, ne? Und dann kann das Volk ja mal nicht so zufrieden sein, ne? Also, ja, und dann sag ich mal, was die so alle vom Hamster leisten, ne? Was machen sie denn schon großartig? Die sitzen sich den Hintergrund in Berlin, diskutieren den ganzen Tag und versuchen, das Beste für dieses Land rauszuschlagen. Meinst du wirklich, Herr Ragnarök? Also, da möchte ich ja mal gerne mal so ein bisschen, aber nur ein bisschen widersprechen, weil ich hab da noch so in den Ohren anklingeln, so ein Annalenchen, die dann ganz kackfrech gesagt hat, es ist doch egal, was die deutschen Wähler denken. Hauptsache, ich mach mein Ding, ne? Oder so ein, wir nehmen mal zum Beispiel, so ein ganz Oberhäuptling, ne? Ein Olli Schulz? Nee. Olli Schulz war das nicht. Olaf Scholz heißt er, ne? Der da auf so einer öffentlichen Veranstaltung einfach sein Volk beleidigt. Einfach so. Alle, die gegen Ukraine und gegen Omfen und gegen sonst was sind, haben keinen Verstand, haben kein Hirn. Die sind einfach nur blöd, ne? Das hat er ja nun mal gesagt. Ne? Und ja, wahrscheinlich hat er das vergessen. Deswegen gebe ich hier mal ganz kurz einen kleinen Einspieler rein. Ganz speziell nur für dich, lieber Olaf. Nicht, dass du das wieder vergessen tust. Und wir gucken, der Kriegsfrage ist, der hier am Krieg aufgeschrieben wird. Wenn ihr Hirn und Verstand in euren Hirn hättet, weil das so ist, haben wir dafür Sorge getragen, dass die Bundeswehr stärker wird. Wenn ihr Hirn und Verstand in euren Hirn hättet. Wo hast du den alten Schinken denn ausgegraben? Der ist ja mindestens 5 Tage alt. Meine Fresse, Herr Knollte. Das kannst du doch nicht machen. Das ist doch immerhin hier der Bundeskanzler. Und der darf auch mal klare Worte sagen. Nee, Herr Ragnarök. So meine ich, wenn ich morgen zu meinem Chef gehen würde tun, ne? Und sagen, weißt du was, lieber Chef, du hast überhaupt keine Ahnung, du bist doof und blöd. Ja, glaub mal, Freitag brauche ich nicht mehr wiederkommen. Überhaupt nicht, ne? Der macht die Schublade auf, gibt mir meine Papiere und sagt, Knollte, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Auf Wiedersehen. Da ist die Tür. So, das wird er tun. Und wer ist der Chef von unserem Olaf? Das deutsche Volk. Der hat ganz vergessen, dass er ein Dienstleister ist. Ja, ein Dienstleister. Er hat den Job angenommen, das deutsche Volk auf der Welt zu vertreten und das Beste rauszuschlagen. Ja.
Also, wenn er besser rausschlagen würde, wollen tun, dann wäre er mal Präsident von den Vereinigten Staaten geworden. Ne? So. Wie der Obama, American First oder so, ne? So, rein nur mal als Beispiel. Oder, ja, habe ich noch ein Beispiel, wer zuerst an sein Volk denkt? Nö, habe ich nicht. Siehste, das ist nämlich so. Überall auf der Welt mit den Politikern, die haben nur ein Ziel, die wollen gucken, wie sie ihren Bauch noch ein bisschen dicker kriegen. Wie sie noch ein bisschen mehr Macht kriegen und wie sie die Leute besser unterdrücken können. So. Und dafür machen sie die Gesetze. Allgemein, ne? So, egal welche. Nein, das Thema Gesetze hatte ich schon mal, möchte ich heute auch gar nicht mehr drüber reden. Aber die sehen zu, dass sie ihren Ranzen gefüllt kriegen und das Volk ist scheißegal. Das sagen die immer und immer und immer wieder. Ja, und? Was ändert das? Das könnte 100.000 Mal sagen, das deutsche Volk hört doch gar nicht zu. Das deutsche Volk hört nicht zu. Und auch du, mein Freund, hörst nicht zu. So, Schluss aus, Mickey Maus. Ihr müsst mal lernen, zuzuhören, was diese hohen Herren da in Berlin dir erzählen. Genau. Ich bin ja selten einer Meinung mit Herrn Ragnarok. Aber da hat er mal wieder hundertprozentig recht, ne? Zuhören. Und dann da oben Ratter, Ratter, Ratter. Und die andere Seite auch Ratter, Ratter, Ratter. Was hat er jetzt gesagt? Wenn ihr Hirn und Verstand in eurem Hirn hättet. Weiß nicht. Hab ich vergessen.